Hallo, da sind wir wieder, Pip und Gitte. Wir sind hier in Alt-Miskamur und wollen uns den Rest noch anschauen. Wir haben hier ein Artefakt geborgen, das werden wir dann demnächst abgeben. Aber wir haben gerade beschlossen, dass wir vielleicht das sind eine Nebenquest, um dass wir den nächsten Dungeon. Wir sind hier. Gut, ja. Und wir gucken uns den Teil noch an, der fehlt uns. Und dann den Teil, der fehlt uns auch. Mhm. Und da unten mit dem Laufen habe ich was Lustiges entdeckt. Das machen wir zum Schluss, bevor wir hier rausgehen. Na, werden wir ja sehen. Und das nächste Artefakt suchen. Mhm. So, hier gehen wir wie üblich mal am Rand entlang. Entlung, ja. Es ist uns gelungen, entlang zu gungen, oder wie auch immer. Ach, das war schlimm. Kann sowieso nicht... Hier ist eine Dichte, Balliste. Oh, nett. Bei Ballisten sollte man immer vorsichtig sein, wenn man nicht weiß, ob es eigentlich abschießt. Ja, vor allen Dingen, wenn man davor vorbei schleicht. Ach, und dafür ist der Hebel da. Nicht wahr? Wahrscheinlich für die Balliste. Naja, wir mussten ja ein Meisterschloss knacken. Ich nehme an, das ist der Hebel, der uns gefehlt hat. Ach so, meinst du, er macht beides? Meine, oder wie bringst du, kann man die in Gang setzen, diese? Man wird sehen. Oh, schön. Ja. Das ist sowas von freundlich. Ja, du hast schon recht, man muss hier hingehen. Das kann schon schwer ausgesehen. Ja. Der Pyras wiegt eine Menge. Ja, der dürfte so ziemlich das Erste sein, was wir wegschmeißen, wenn wir wegwerfen müssen. Tja. So, also außer den Ballisten, den Kleinschätzen da hinten. Ey! Nix davon wegen. Ey! Immer da, wenn du bei diesen Dingern bist. Hier. Immer bei diesen Hebeln. Ja, bei diesen Hebeln, dann passiert das. So, also ich vermute, man sollte sich hier auf diese Seite oder auf diese Seite stellen, wenn man hier zieht. Denn wenn die schießen, würde man dann garantiert getroffen. Sehr also, schön. Dann mach mal schnell. Hier hin. Jetzt bist du nämlich gleich 12% gestiegen. So. So, jetzt haben sich die Ballisten gegenseitig kaputt geschossen. Das haben wir gar nicht mitbekommen, aber so damit beschäftigt waren. Ja, ich musste schnell weglaufen. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht gemusst, aber. Da irgendwie bin ich selbst erschrocken. Dieses Fieber, naja, weil es allein das erschreckt einen ja schon. Wie bist du denn jetzt wieder auf, wie siehst du denn jetzt wieder aus? Arkanistenfiebermäßig. Ja. Naja, so schlimm ist nicht 12 oder 16 oder was auch okay, immer. Das war schon der Teil, der uns hier gefehlt hat. Na gut. Dann können wir hier rüber gehen und da runter. Okay. So, Arkanistenfieber 14. ist auch 14, ist, 14 ist doch nicht schlimm. Naja, schon ärgerlich, dass du halt jedes Mal, wenn du so einen Hebel findest, an dem du ziehen musst. Ja. Eigentlich, um eine Tür zu öffnen. Hier noch nicht. Hat man diese Truhe schon? Weiß ich nicht. Sehen wir ja. Nö. Haben wir noch nicht. Da oben liegt auch was drauf. Solltest du die auch mal nehmen. Nicht vergessen. Stimmt, ja. Naja. Nehme ich gleich, bevor es runterfällt und ich finde es nicht mehr. Ein Gesellenbuch, Verzauberung. Und? Ja, Assassinenkapuze des Schützen, können wir uns ja mal angucken. Aha. Der Rüstungswert ist für eine Mütze gar nicht so niedrig. 35 ist es. Assassinenkapuze des Schützen. Was haben wir auf? Augen des Nordens haben wir. Ja, also der Rüstungswert ist deutlich höher. Was machen die Augen des Nordens? Preise, Schleichen, Ausdauer und Magieresistenz. Okay, da muss ich dann mal in Ruhe nachdenken, gucken. Ich muss ja auch sehen, was ich dann verliere an Z-Boni. Genau. Und für den Z-Boni jetzt finde ich nicht so sehr übersichtlich gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Da kann man sich ja ganz schön rausklauben aus der Langliste von allen möglichen Wirkungen, die man da auf sich hat. Ja, und ich meine, kann man alles brauchen. Klar. So.
So. Das war jetzt das alles, ja? Wir sind da. Durch. Ja, ja. Ja. Damit haben wir auch den letzten Teil aufgedeckt. Genau. Da musst du speichern, bevor du das machst, was du machen willst. Ja. Ich weiß ja schon, was er machen will. Gesehen habe ich es noch nicht. Ja, es hat mir natürlich keine Ruhe gelassen, diese Lichtsäule, wo nichts passiert. Naja. Speicher dann. Ja, ich glaube, ich kann aus dem Schleichen rausgehen. Waffe kann ich auch weglegen. Hier haben wir ja keine mehr. Mach auf. So. Speichern. Lauf oder stirb. Ja. Ja, ja. Na gut, ich speichere mal. Ja, das würde ich aber wirklich sagen. So, und dann wir ziehen und dann lauf, 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 lauf. Schnell hinter mir. Ja. Sind die Dinger. So, jetzt sind wir hier. Geschafft. Guck mal, geschafft. Bin ich nicht gut? Ja, und wir waren ja hier schon mal drin, also müssen wir jetzt hier nichts weiter rausholen? Nö. Hier haben wir alles aufgeräumt. Und die, ja. Und dann kommt die nette Überraschung, wenn man zurück will. Ja, genau, da kann man nicht mehr durch. Oh, hier fehlt ein Hebel. Genau so. Aber dagegen gibt es ein Mittel. Hier ist auch so eine Art Säule. Guck mal, hier ist so eine entsprechende Lichtsäule entstanden. Genau. Und dreimal darfst raten. Was der verzweifelte Abenteurer da bewegt hat, das hat ihn gerettet. Ja. Gut, also ging das ja doch mit dem da durchlaufen. Es ist zu schaffen. Man muss wirklich Waffe weg, sprinten und nicht allzu schwer bekleidet. Dann ist es durchaus machbar. Aber dann muss man die Lichtsäule benutzen, um wieder rauszukommen. Genau. Weil dann sind die Häcksler immer noch aktiv. Genau. Was zu beweisen war. Nämlich, dass man da durchlaufen kann. Genau. So im Nordwindgebirge soll es eigentlich oder angeblich ja das Metall geben, was du suchst. Ja, aber ich finde hier nichts. Noch nichts gefunden. Leuchtendes Thorium bräuchten wir. Aber ich finde hier keins. Nee. Also brauchen wir uns ja auch nicht viel länger aufzuhalten. Nö. Die meisten Gebäude. Also ich weiß nicht, gibt es hier noch irgendwelche. Also was ich so auf dem Schirm sehe, da ist ja nichts schwarz bisher. Das ist eigentlich alles. Ja, da muss man schon eine ganze Ecke weiterlaufen. Sag mal, warum hast du jetzt so viele Pfeile? Okay, wir gucken. Also, wohin zeigen unsere Pfeile? Hier. Ja. Das Artefakt abgeben. Abgeben, okay, alles klar. Und zwei sind hier. Macht Sinn. Ach. Die Feuervogeleier habe ich aktiv, offensichtlich. Ja. Und das letzte Artefakt. Ja, dann können wir ja die beiden Sachen noch machen. Diese. Jo. Und das letzte Artefakt gehört jetzt zu diesem Nebenquest. Gut, dann gehen wir zu unserem Miradenturm. Ja. Und lassen uns zum Miradenturm von Dünenheim bringen. Genau, dann können wir uns da auch umgucken, da waren wir ja noch nicht. In der Gegend. Genau. Ja, das haben wir schon irgendwie schön gemacht hier. Ja. Irgendwie sieht es doch ganz toll aus mit dem Violett. Ja. So, ich muss noch mal kurz auf die Karte gucken. Der ist da. Ich setze mir hier mal an. Ja, du kannst den anderen kannst hier wegmachen, ja. Ja. Hier einen Marker hin, dann habe ich die Richtung, sonst komme ich nämlich ins Falsche. Aber erstmal wollen wir ja zu dem Miradenturm, oder? Ja, ich will ja zum Miradenturm. Ach so, das ist ja. Und hier zweigen mehrere Täler ab. Ah, wenn ich da so geradeaus weiterlaufe Richtung Süden, ist die Gefahr groß. Was ist das? Da ist ein Ding dabei. Das wollte ich mir gerade angucken. Ein Erwachter verloren. Nein, der war ja nicht lange wach. Ja. Ja, den konnten wir nachts natürlich nicht sehen. Ja. Und, was hat er? Was hast du denn da? Aha,
Ja, kann man verkaufen. Ja. Darüber bist du ja hinaus. Boah, Sterlingstiefel nicht schlecht. Boah. Verkaufen. Na, oder gut. Eben was machen wir mit. Obwohl, ich glaube, Sterling, das ist, glaube ich, diese Richtung. Aber ich glaube, ich laufe da lieber irgendwie ein bisschen außen rum. Ja. Sag mal, Sterling, das ist schwere Rüstung, oder? Sterling ist schwer, ja. Oh, was haben wir denn da? Ja, da haben wir Gold. Gold. Und Gold ist immer gut. Na, her damit. Ja, Sterling ist alles schwer. Viel zu schwer für uns. Auch wir haben übrigens unsere neue Hüterrüstung ja noch gar nicht hergezeigt. Ja, ich meine, ja eben. Du hast doch gesagt, wann hast du denn die gemacht? Gemacht? Die haben wir doch gekriegt. Ach so, in der Schmiede, im Sonnentempel. Ja, stimmt. Dann zeigst du doch mal. Ja, habe ich doch nicht dabei. Ach, schade. Zu Hause. Wie sah die denn aus? Oder wie sieht die denn aus? Au. Ist die schwer oder leicht? Ach nun, du kannst ja bestimmen, was du willst. Habe ich doch bestimmt. Du kannst ja sagen, du willst eine leichte. Überlebe ich das hier? Das werden wir sehen, ob du es überlebst oder nicht. Ich hoffe, du hast gespeichert. Ach, speicherst jetzt. Na, hoffe, du kommst wieder hoch. Na, hoch will ich ja nicht. Ich will ja hier runter zum See. Nein, ich meine, du kommst dann wieder hoch See. An der Stelle, wo du gespeichert hast. Falls es denn so sein muss. Falls du nochmal laden musst. Au. Das ist alles ein bisschen sehr steil. Aber Pepe ist ja ein guter Klitscher. Ja, ich muss gestehen, ich habe keine Lust hier tagelang durch die Gegend zu schleichen, dann nehme ich doch lieber mal die Abkürzung. Was so hell leuchtet. Das war ein Lager oder was? Na, hier ist auf jeden Fall eine Windwurf. Ah ja, schon gut, du. Wir wollen nur die Windwurf haben. Sie hat uns entdeckt. Ja, wir können gehen. Ach, da oben war ein Lager. Oder da ist immer oben noch ein Lager? War ein Lager, ja. Das haben wir aber schon. Ja. Entvölkert. Hey, nee, haben wir nicht. Wir waren sind vor, wieder neu eingezogen. Da muss man hier immer vorsichtig sein. Es bleibt nicht so lange leer, wie man sich das wünscht. Oh, dieser Huppel, ob ich da drüber komme. Ja, erstmal das und dann. Ja. Ja, ich komm. Jetzt kommt wieder jemand nachgucken. Nein, hat sie gesagt. Das sagen sie eigentlich immer. Naja, das sind Paare. Wahrscheinlich meistens. Bleib stehen. Warum bleibt die nicht stehen? So kann ich sie doch nicht treffen. Naja. Ah, nimm den Bogen runter. Ich komme hier nicht mehr hoch. Doch, du kommst schon hoch. Gleich sieht sie mich wieder. Na klar sieht sie dich gleich. Da ist sie. Hat sie. Na ja, Wildmagierin. Nein, Scheiße. Muss ich auch sagen, so ein bisschen ist es aber auch so, wie sie die Leute behandeln. Ne? Wenn du Wildmagier bist, dann bist du ausgestoßen. Natürlich wirst du dich dann gegen jeden wenden, den du triffst. Du musst ja auch irgendwie überleben. Du musst dir irgendwie ausrauben, um irgendwie. Weißt du, wo die runtergefallen ist? Nee, weiß ich nicht. Und das ist richtig. Da ist er, oder? Das da ist eine Leiche von sein, vorher. Ja. Irgendwo schaffen sie die Leichen auch nicht immer weg. Na, ich kann aber wirklich verstehen, dass sie dann. Tja, es bleibt ihnen ja nichts so anderes. Als Außenseiter der Gesellschaft gegen die Gesellschaft hat auch Sinn. Aber ist eigentlich überall so, ne? Wer sich nicht an die Spielregeln der Gesellschaft hält. Naja. Und manche Leute haben aber auch gar keine. Sie müssen ja nur ihre Prüfung ablegen. Genesungstrank. Ich meine, diese Gesellschaft hier gefällt mir so gut nicht. Also ich kann nicht behaupten, dass ich mich damit anfreunden kann. Allein schon dieses Wegetreue. Naja, also das mit dem Wegetreuen, da habe ich ja auch meine Problemchens. Das ist auch nicht meine Welt. Na, wie wäre es mit einer gebratenen Ratte? Die kann man gar nicht mitnehmen. Okay, wir wollten ja eigentlich zum Myradenturm. Der ist gleich hinterm Gasthaus. Mhm.
Dann sind wir ja gleich da. Sagt es, diese Vögel, die sind so gemein. Da oben auf dem Schuppen haben sie ein Nest. Ja. Versucht da mal hochzukommen. Ja. Das ist eine zirkusreife Leistung, wenn du das schaffst. Kannst du verstehen, was sie nicht wollen. So, Herr Myradenwärter. Wie hieß das? Sonnenküste? Dünenheim oder so ähnlich, oder? Bam, bam, da. Dünenheim. Dünenheim. Genau. Also, nach Dünenheim. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Dünenheim. Die zweite Seite. Nicht da. Aha, zweiter. Nach Schneefeld. Hm? Ja. Nun ja. Mal sehen, wie es dort ist. Wollen wir uns mal die, wie heißt sie? Staubwüste? Pulverwüste. Oder Pulverwüste, ja. Oh ja. Hier sieht es ja schon richtig gemütlich aus. In der Pulverwüste gibt es ja auch so einen legendären, diesen komischen Drei, was auch immer. Keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall, den sollst du in der Pulverwüste. So, und wir müssen dahin. Ja. Als kann man. Ich mach mal die Vogeleier weg, das irritiert ja, sonst ja. Nur. Okay, jetzt müssten wir eigentlich nur mehr einen Pfeil haben. Nee, wir haben doch zwei, das ist nicht ja klar, haben wir gut. Zwei. Wir haben zwei, weil wir das abgeben ja, müssen. Ja, weil wir es auch abgeben müssen. Einmal hier hin bitte, dann haben wir die Richtung. Oh, hier gibt es aber viele Höhlen. Hm? Hier gibt es viele Höhlen und so. Man sieht, dass man hier noch nicht war, natürlich, weil so viele schwarze Dinge auftauchen. Ja. Und was ist das hier? Hm. Nix. Ja. Ein Wasserwagen. Wir sagen nix. Ein Wasserwagen. Ja, Wasserwagen braucht man hier bestimmt. Oh, guck mal. Ach, na, dann gehen wir doch mal rein, ne? Speichern. Klar, gehen wir dann rein. Na? Es sieht ja heiß aus hier. Ja. Öffne Pulverwüste. Ach so, da ja, kann man rausgehen. Ja, hier geht's ja auch runter, aber wir gehen jetzt erstmal ganz normal die Treppen. Wow. Ist ja verrückt hier. Ist ja ein riesiges Ist Gebiet. Ist ja eine riesige Höhle. Ja. Und da hinten sind, was ist da hinten? Sind die nett oder nicht? Nee, ne. Die sind hier so gut wie nie nett. Das sieht nach einer Stadt aus. Ja, ne? Dann gehe ich davon aus, dass die okay sind, hä? Ja. Gibt es hier halt eine unterirdische Stadt? Ach, guck mal. Die Stadt ist ja. Das ist eine Abkürzung. Mhm. Da waren wir ja oben gerade. Und hier geht wahrscheinlich auch wieder eine Leiter runter. Das ist Dünenheim, ne? Wie unterirdisch, oder? Das ist Dünenheim. Ja, ja. Ist Dünenheim. Ja, da können wir jetzt nicht einfach schießen. Das geht nicht. Nee. Ich glaube, da können wir uns auch das Schleichen sparen. Ja, das macht dich ja nur irgendwie suspekt, wenn du da rumschleichst. Ja. Nee, da kommt man gar nicht rum. Ah, ist ein Laden hier, gibt's hier, oder? Fleisch. Ah. Wisst ihr, jetzt wird alles stehlen. Ja, ja, es gestohlen, alles gestohlen hier. Oh, das ist eine Frau. Interagieren da. Wasserpfeife? Okay, ich speichere mal. Mm. Tut sich aber nichts. Schade. Vielleicht habe ich kein
Friedenskraut dabei. Ja, das kann auch sein. Nee. Und jeder, der zugegen war, nein. Oh, sieht gemütlich aus. Ja. Aber irgendwie ein bisschen komisch, so unter freiem Himmel, ne? Ah. Wer bist du denn? Carlos. Ah, sie handelt. Sicher da. Na den. Oh, Seelensteiner. Ah, sie handelt mit Seelensteinern. Ah, schlecht. Gut zu wissen. Mhm. Aha. Oh ja, gar nicht so schrecklich teuer. Mhm. Oh ja, sie nimmt natürlich das Doppelte. Na, ordentliche Spanne, ja. Tja, denkst du, bei uns ist das anders? Hm? In der richtigen Welt, meine ich. Manche Teile, die rar sind, die kosten noch mehr als nur doppelt vom Wert her, was. Deswegen müsste ich ja immer so, wie rar irgendwas ist. Aha, ein Aufpasser. Das sieht vom letzten Sonnenuntergang. Geht weiter. Du kannst nicht weitergehen, du bist so langsam. Eben, du versperrst doch den Weg hier. Wann bist du wieder sauer, ne? So, dann nächste. Ich sag's ja immer, ich habe keine Ahnung, wie es der Kerl zum Captain geschafft hat. Hat er eigentlich irgendwas drüber gesagt, was wir wegen dem Mast machen werden? Nö, was auch. Kohle, um den zu kitten, ist ja sowieso nicht genug da. Scheiße, dieser verdammte Sturm, echt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir blöd genug waren, um da geradewegs reinzufahren. Was heißt da blöd genug? Selbst der alte Charon hat gesagt, dass es sicher ist. Weil sich sein Räumer nicht gemeldet hat? Sag bloß, du glaubst diesen Schwachsinn wirklich. Bisher hatte ich immer recht. Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, hast du überhaupt einen Schrank? Ja. Sieht nicht so aus. Hallo, Herr Windjammer. Fremdländer. Na und? Selber. Du siehst auch nicht gerade aus, als ob du jetzt hier geboren wärst, du. Naja, wahrscheinlich schon seit 5 Generationen hier ansässig. Ah, nix stehen. Gestohlen. Na gut. Wir wollen doch den Ruf der Fremdländer nicht schädigen. Tja, kann man mal wieder nicht. Steht immer interagieren dran, aber wir können nicht interagieren. Ja, ich denke mir, manche Sachen habe ich das Gefühl, wurden vielleicht gar nicht. Sind vielleicht noch Baustelle. Fremdländer. Habe ich gerade was von Räumern Stürmen gehört? Ich habe auch ja, Räumer. Ja, das habt ihr. Mein lieber Marty ist nämlich felsenfest davon überzeugt, dass dieser alte Spinner, den der Captain seit 2 Jahren für lau bei uns mitfahren lässt, die Gabe hat, durch seinen Räumer Stürme kommen zu sehen. Ja. So weit hergeholt ist das jetzt auch nicht. Erinnerst du dich an das eine Mal auf der Fahrt nach Arasial? Er hatte richtig schlimme Schmerzen. So schlimm, dass er 2 Pullen rumgebraucht hat, um sie wieder in den Griff zu bekommen. Und der Sturm ist wirklich gekommen. Ja, unglaublich, wirklich. Naja, angeblich ist es ja wirklich so. Wie vor allem, weil selbst ein blinder Leor die Gewitterfront am Horizont hätte sehen können. Ja, ein richtig übler. Wir waren kurz vor Arkwend, da... Idiot, halt die Klappe. Oh, warum denn? Die Luft riecht heute besonders würzig, findet ihr nicht auch? Die schmuggeln wohl, ja. So. Ihr seid nicht von hier, was? Die Ruinen von Thermatral sind eine Schatzgrube, wenn man weiß, wo man suchen muss. Aha. Wir wollten nur mal schauen, ob da vielleicht irgendwer was Brauchbares zurückgelassen hat. Ein paar Flaschen Thermatraler Branntwein vielleicht. Oder eine alte Münze, ihr wisst schon. Ja, gut. Genau, die braucht ja eh keiner mehr. Genau, nur ihr. Wo? Ach, lass es mal. Ihr seid Plünderer. Da ist was dran, würde ich sagen. Oder hier auf Enderal, ja. Respektlos gegenüber den Gefallenen und so ein Quatsch, ihr wisst schon. Aber ganz ehrlich, wenn ihr gefallen wärt, würdet ihr euer Gold lieber unter der Erde vergammeln oder in den rauen Händen kluger Matrosen sehen wollen? Ich weiß ja nicht. Na, auf jeden Fall haben die Matrosen mehr davon. Na, genau. Okay, da ist was dran. Sag ich doch. Okay. Schreitet wohl. Ja. Ihr auch. Lasst euch gut gehen.
Sieht aus wie eine Tür, aber ist wohl keine. Ja, aber das ist eine Tür, oder? Hier ist eine Tür und da ist eine Tür. Probieren wir es erstmal hier und gehen dann da hinten rein. Mir ist was. Würde einfach so machen. Ja, ein bisschen speichern. Aha. Sieht aber irgendwie komisch aus, oder? Ja, irgendwie nicht so richtig. Sieht so schmal aus und fahren ja immer nur Treppen hoch. Ja. Hey, ein Schlüssel. Oh, wir lesen mal. Können wir auch mitnehmen, aber erstmal lesen. Ist ja nicht Schlüssel geklaut. Von Alt-Soltiris. Was lesen? Ja. So. Und jetzt? Ist irgendwo los ausmarschiert hier, um im Ding hier im Alt-Soltiris hier, in dem Tempel. Aha. Das Erbstück wieder zu beschaffen oder so. Wir haben wohl eine neue Aufgabe, ja? Gut, kommt der vielleicht nicht nach, aber wir. Ja. Ja, im Rätsel ja, verborgen. Im Rätsel verborgen. Okay, mehr sehe ich hier nicht. Ein Fass mit Apfel. Das ist alles. Man kann ja die Treppe da nicht hoch. Hin? Oder? Man kann das Fass durchsuchen. Aber ich glaube, die Treppe kann man nicht hoch. Nee, nein. Die Leiter kann man nicht benutzen. Das ist aber ein komisches Haus, ne? Ja. Alles so nach oben. Naja, ich glaube, die Wohnungen sind hier nicht sehr groß, weil da ist nicht allzu viel Platz. Ja. Ach, hier geht's raus in die Pulverwüste. Aha. Aber wir wollen uns hier ja erstmal umgucken. Hier waren die Seemänner. Da wird schon wissen, was zu tun ist. Aha. Weitergehen. Aha. Sagen die immer die Aufpassung. Na gut. Hier ist eine Kneipe. Ist doch so ganz nett. Ja. Zur Max Salzschlag. Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Auch schon freundlicher. Ja, die freundlichen und die weniger freundlichen. Also, was hat er? Er hat Getränke. Er hat Essbares. Expertenbücher. Und na, die essbaren Sachen sind nur Lehrbücher. Experten- und Meisterbücher hat er. Ja, hier sind Baupläne. Aha. Aber kein leuchtendes Torium. Nein. Da bin ich nicht interessiert. Schreitet wohl. Und? Hey, ein Matrose? Scheiße. Ach so. Hallo. Wie du meinst. Wer bist du? Habt ihr das gehört? Angeblich soll das Anwesen des alten Mannes einfach verschwunden sein. Weiß der schwarze Wächter, was das zu bedeuten hat? Genau. Was, ein ganzes Anwesen ist verschwunden? Von dem alten Mann weiß er, ist er verschwunden. Ja, ich weiß, da waren wir ja gerade. Ahoi. Aha. Hat sich aber schnell rumgesprochen. Das Lied vom alten Mann wird gerade gesungen. Totenlicht und blasser Schein leuchten in die Nacht hinein. Ein Glanz dringt durch die Fenster aus dem Haus des alten Mannes. Und klopfst du hey, Süßer. Na, wie wär's? Sag, leb wohl zu dir. Keine Zeit. Muss mich Ahoi. Hier umgucken. Ahoi. Ahoi. Na gut. Ahoi. Das ist alles, was du sagen kannst. Doppel Ahoi. Ja? Na du? Du bist wohl der Herr Wirt hier. Ihr meint das hier und da mal ein Glas Schnaps an Schürfer verkaufen, Geschäft? Das läuft solide.
Ich mache kein Vermögen, aber genug, um davon leben zu können. Was will man mehr? Genau. Und wie kommt Tja, so wie viele Menschen hierher kommen, schätze ich, irgendwie. Ich bin als junger Kerl nach Enderal gekommen, weil ich mein Land einfach nicht mehr ausstehen konnte. Hab hier und da ein wenig gearbeitet und dann begonnen als Tagelöhner für die Sichel zu arbeiten, bis die mich schließlich mit einer Karawane hier nach Dünenheim geschickt hat. Und tja, irgendwie bin ich wohl hängen geblieben. Ja, genau, was gibt für die Mann? Lasst mich nachdenken. Alles? Meine Landsleute... Sie fühlen sich so großartig mit ihren bunten Kleidern, Handelsimperien und Zuckerrohrplantagen. Aber letzten Endes hat ihre Kultur nur einen einzigen Inhalt. Und der ist Kohle scheffeln. Fressen oder gefressen werden, das ist die einzige Regel, die in Unil'jar gilt. Auch wenn die Barden und Dichter ihr Bestes geben, einen vom Gegenteil zu überzeugen. Mhm. Es ist einfach so, ich weiß nicht, leer, sinnlos. Und klar, das klingt jetzt komisch aus dem Mund eines Schankwirts in einer Schürferstadt. Aber so rau die Leute hier sind, am Ende des Tages haben sie doch so etwas wie Anstand. Tja. Eine Schürferstadt ist das also? Ja. Seid vorsichtig draußen. Die Schürfer meinten, es kommt ein Sandsturm auf uns zu. Aha. Aha. Danke. Gut zu wissen. Ist irgendwie schon lustig, man kommt sich hier vor wie unter freiem Himmel irgendwie. Ja, und ist ja doch in der riesigen nicht. Höhle. Ja, genau. Aha. Spielen nee, wollen wir, glaube ich, jetzt nicht. Ihr da, ihr wollt doch sicherlich etwas näher, oder? Ahoi. Nein, nee, ich wollte zum Schmied eigentlich, aber ihr steht hier doch ziemlich im Weg rum. Komme ich da hinten rum? Nee, nur über den Tisch. Brachen auf und fuhren übers Meer. Ich bin ein Rüpel. Geht's da nicht runter? Nee, da hinten geht's runter. Scheire. Wer oder was ist Scheire? Da hinten muss ich hin. Aha. Inka Ehrlich. Inka Ehrlich. Ihr seid nicht von hier, was? Gebt auf euch Acht. In letzter Zeit geht es hier drunter und drüber. Aha. Na du Matrose, hä? Ja. Ach, das ist wieder die Aufpasserin. Manchmal muss man den Kerl einfach ordentlich in den Arsch treten. So ist das. Hab ich doch gewusst, hier geht auch eine Rampe runter. Aber da kommt man ja nicht ran. Ja. Bist du hier der Schmied? Sieht so aus, oder? Schreitet wohl! Aha. Aber oh, das sagen sie ja doch immer das Gleiche. Fragt besser nicht. Die Wölfe verhalten sich, als stünden sie unter irgendeinem Fluch. Attackieren alles und jeden und reißen. Da sagen die immer das Gleiche. Ach, hier gibt's gar keinen Schmied, hä? Wann war nicht vor. War das nicht ein Schmied? Nee, es war kein Schmied. Das war ein Er sitzt zwar da und schafft irgendwas. Vielleicht kann man nicht. Aber. Wenn er irgendwo hinter irgendwas anderem steht, dass man dann irgendwie. Mit dem Handeln kommt und hier man. Kommt man nicht drumrum. Ist die hier einfach so, sieht lustig aus, oder? Verwinkelt und verdickst. Ja, ist halt irgendwie ziemlich planlos entstanden, könnte ich mir vorstellen. Ja, das sieht ziemlich chaotisch aus, das Ganze. Aber du kannst ja selbst schmiedeln, wenn du willst. Jo. Ich würde nur gern die richtigen Materialien finden oder kaufen. Aha. Na, du kommst nach Dünenheim, also Dünenheim? Anderen Teil von Dünenheim oder wie? Tja. Und jetzt bist du unten. Aha. Jetzt sind wir unten. Jetzt können wir baden gehen. Kannst du hier einen Strand? Hä? Was denn? Sehr interessant hier. Kommt man hier auch irgendwo wieder hin? Keine Ahnung. Allesamt. Wer? Was? Wo? Nee, ich glaube nicht. Du musst halt wieder. Ich glaube nicht, dass du da an die Hängebrücke rankommst. Ich komme da nirgendwo hin, ne? Nee. Also.
Keine Ahnung. Dann kann man hier irgendwo wegtauchen. Ich meine, runtergekommen bin ich, aber... Wie kommst du jetzt wieder rauf? Guck mal, da hinten ist auch eine Leiter. Leiter? Da ist eine Leiter. So, mal sehen, ob man die benutzen kann. Ja. Ja. Oh. Ach, wo sind wir denn hier? Hier waren wir ja auch noch nicht. Tja, vielleicht muss man das machen, damit man da hinkommt, wo man noch nicht war. Ist auch wie lustig mit den Betten, die da irgendwie aussehen, als ob sie... Nee, ins Gefängnis waren wir jetzt nicht. Nicht freiwillig, oder? Willst du nicht ins Gefängnis? Du kannst ja mal gucken, was da los ist. Da gibt's ja kostenlos Logis und... Kostenlos? Bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht musst du da arbeiten. Vielleicht gibt's Zwangsarbeit. Aha. Orange. Du kannst es hier alles essen. Kannst du weitergehen? Nein, warum sollen wir weitergehen? Weitergehen. Mir sagt die nicht. Ist das das ganze Gefängnis hier? Ja. Vielleicht gibt es hier so ein Ding, aber so weggeschmissen hier. Ah, hier sind Zellen. Die Zellen. Ist ja leer. Ja. Können wir ja aufschließen, die Zelle dann. Da ist einer. Na du, Flinkfinger, was denkst du, warum der so heißt? Warum der wohl hier drin sitzt? Wir müssen Schluss machen, wir sind ja schon weit über die Zeit. Oh Mann, ja. Okay, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.